Dienstag werden einige Zentralbankchefs Vorträge halten, die ohne Zweifel beachtenswert sind. Die erste Rede ist um 8 Uhr geplant. Der EZB-Präsident Mario Draghi wird auf dem EZB-Forum in Sintra, Portugal sprechen. Die Bank von England wird ihren jüngsten Finanzstabilitätsbericht um 9:30 freigeben und Vorsitzender Mark Carney wird eine halbe Stunde später eine Pressekonferenz halten. Diese Ereignisse sind sehr wichtig, insbesondere weil es einige falkische Dissidenten unter den Entscheidungsträgern gibt. Als nächstes steht um 13 Uhr der amerikanische S&P-Wohnungspreisindex für April an. Die Preise steigen seit einigen Monaten in einem stetigen Tempo und im März wurde der größte Zuwachs seit fast 3 Jahren verzeichnet. Der US-Verbrauchervertrauensindex für Juni folgt um 14 Uhr. Zwar bleibt der Index höher als sonst, ging er 2 Monate in Folge mehr als erwartet zurück. Und die FED-Vorsitzende Janet Yellen wird um 17 Uhr an der Britischen Akademie in London sprechen. Sie wird globale Wirtschaftsfragen diskutieren und eventuelle Publikumsfragen dürften eine gewisse Volatilität verursachen. Ich bin Jackie Everett und dies war der Wirtschaftskalender für Dienstag, den 27. Juni. Die nächste Übersicht wird die Presseberichte für Mittwoch beleuchten. Auf Wiedersehen. We'll be right back.